Ja, dann da sind wir wieder zur neuen Folge. Lucy's Lucid Dream. Es wird immer nur am Anfang einer neuen Aufnahmesession ein Hallöchen geben. Ich werde weiter, ich mache mehr oder weniger, mache ich es einfach durch. So. Komm hin. Okay. Wie raufkommen. Nee, das war runter. Okay. Wie eine Etage höher, komm mal. Wie? Okay, jetzt mal. Okay. Okay, der ist auch wieder da. Ja, da. Nicht da ganz. Das war jetzt überraschend. Dass wir hier herkommen. Ich kriege das bestimmt auch nicht normal hin. Sei vorsichtig, kleine Lucy. Das Land der Seen vergibt keine Fehler. Auch wenn nicht die kleinen, wenn nicht auch das kleine Mädchen. Hallo, ehrenhaftes Wesen. Ich bin normalerweise gesprächiger, aber deine Brillanz ist ziemlich einschüchternd. Du kennst meinen Namen. Was bedeutet, dass ich an dem richtigen Seele bin? Sag mir, weißt du, wie ich meiner Mutter helfen kann? Wo kann ich die ihn finden? Sag, dass du meine Rettung bist. Ich bin der Herrscher dieses Landes, die Seelen aller Geschöpfe, bis in die letzte Ecke dieses Landes wandern. Habe keine Geheimnisse vor, Itadron. Suche auf der du bist, trotzdem jenseits meiner Fähigkeiten. Kampf mit dem Tod
kann nur ein göttlicher Eingriff die Waage zu deinen Gunsten beeinflussen. Ich flehe dich an, Metatron. Zeige mir den Weg, obwohl du meine Illusion grausam zerstört hast, hast du es trotzdem geschafft, einen Samen der Hoffnung zu sehen. Beschwichtigt ich die Götter, tief im Gewebe der Träume, weit entfernt von den Sorgen der irdischen Welt, grübeln die Götter. Tust mir einen Gefallen und ich werde dich in ihre Richtung weisen. Deine Hoffnung ist richtig. Deine Hoffnung ist nicht umsonst, aber vergiss nicht, göttliche Gnade kann launisch sein und die Folgen unvorhersehbar. Was muss ich tun? Seh dich an, bitte erklär es mir. Seit einiger Zeit zerfrisst eine Krebsgeschwür dieses Land. Eine versehene Seele sucht Erleuchtung, Sehnsucht zerstört das Leben und bittere Tränen überschwemmen lebensspendende Quellen. Heile die von Leid zerfressene Lichtung und ich werde dir den Weg zeigen. Ich werde keine Zeit verlieren, selbst wenn ich hier für Ewigkeiten verloren gehe. Vollende meine Aufgabe. Größtende Seele erhebt sich hoch über den materialen Welt. Trauer und Sehnsucht fliegen hoch über den Horizont meines Seins. Du hast gute Arbeit geleistet, kleines Mädchen. Weine nicht. Das sind Tränen der Freude. Ein flüchtiger Moment hat ein Herz geheilt. Ein Wort kann kostbar sein als Träume. Was auch immer passiert ist, zumindest bin ich sicher, dass er in Sicherheit ist. Du hast mich nicht zufällig getroffen. Auch ich wage nicht, mit dem Geschicksal zu spielen. Ich habe versprochen, dir den Weg zur Zusammenkunft zu zeigen, damit der nächste Teil deiner Reise bald beginnen wird. Aber es gibt etwas, was du vorher tun musst. Welche weitere Überraschungen erwarten mich? Wohin führt mich das Schicksal diesmal? Eine weitere Person sucht nach Erleichterung. Bring ihr gute Nachrichten und treibe die Dunkelheit in ihrer Sehnsucht. Danke dir, auf Wiedersehen, Papa erstmal. Oh, Mama. Wo ist die Süße? Komm zurück zu Mama. Schon in Ordnung. Ich muss mich ausgesperrt haben. Liebes, als ich reinkam, warst du ganz still und starrtest an die Wand. Du hast nicht reagiert, als ob deine Seele weit vom Horizont schwebt. Mama, ich dachte, es war nur ein Traum, aber es ist echt, wie es nur sein kann. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber ich habe keine Chance bekommen, ich werde mir das nie vergeben. Ich habe dich so leiden lassen. Niemand verdient das. Ob Kind oder Erwachsene, konnte ich nicht sehen, dass es so viel schlimmer wird. Mama, hör auf. Hör einfach zu. Nur in meinem Traum, es erinnert mich an unser letztes Treffen. Ich muss es Mama zeigen. Kann ich jetzt wieder raus? Ja, Mama, siehst du, er ist jetzt sicher, er leidet nicht, er will dasselbe für uns. Weißt du, ich habe mit ihm gesprochen. Liebling, ich habe keine Wahl, ich hoffe, du vergibst mir eines Tages. Wovon redest du? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich habe mit Papa gesprochen. Psst, geh schlafen. Kein Zweifel, was diese Schlüssel öffnet, verschwenden wir Zeit. Hier, Mama, mal die Schuhe.
Ich habe mich so lange gefragt, was da drin ist. Jetzt bin ich sicher, dass ich es wirklich wüsste. Was ist das? Warum hat Mama so besorgt, vor der Welt zu verstecken? Es sieht aus, als hätte ich das gezeichnet, aber ich kann mich überhaupt nicht... Habe ich getan, alle Hoffnung jetzt bei ihm. Es geht ihr schlechter. Ich muss einen Weg finden, so schnell wie möglich zur Sammlung der Götter zu gelangen. Immer noch nicht da. Ich glaube, der Traumfinger ist immer verschwunden. Aber war traurig. Schnell wie möglich wieder ins Traumland. Aber es muss auch einen Grund haben, dass sie denkt. Gleich eine endet. Hier, vielleicht muss ich hier das Bild zeigen. Wir haben jetzt das Bild von dem...
Will es jetzt nichts? Feuer verrichtet fast alles, aber das probiere ich besser nicht. Mama heult nur. Ich glaube, dass mir das nicht hilft, wenn keines Feld.